Ja, servus und herzlich willkommen zum Batschi zockt. Ja, wir sind hier fertig mit Frühstücken. 8:41 Uhr ist, wir müssen schon langsam an die Arbeit. Ja, wir befinden uns auf dem Zwei-Sternhof. Ich glaube, die Karte muss ich nicht. Tür mach mal zu. Ich glaube, die Karte muss ich nicht weiter vorstellen. Wer was wissen will über die Karte, es gibt genügend Vorstellungsvideos auf YouTube, kann man sich ja auch anschauen. Und wir begeben uns an die Arbeit. Was ich mir vorgestellt habe, was wir machen, weil wir haben noch nichts an Fahrzeugen. Das heißt, wir haben nur diese 1.250.000 Euro. Dazu haben wir. Wo sind die? Wo sind die? Da sind. Dazu haben wir 250.000 Euro Kredit. Das würde ich gerne zurückzahlen, weil ich würde gerne schuldenfrei starten. Und dann schauen wir mal, wie und was wir machen, wie wir starten. Dafür würde ich aber gerne, da wir uns mehr auf die Schweine spezialisieren werden, das verkaufen, Schafe. Ich weiß nicht, ob ich die mache oder nicht machen soll. Das würde mir 90.000 Euro bringen. 90.000 Euro wäre schon fast ein Traktor. Wenn wir jetzt hier anschauen, Steyr, Case, New Holland, das ist alles da. John Deere, der kleine, ist alles in diesem machbaren Bereich, was wir uns am Anfang hätten holen könnten. Da, Ferguson sogar. Naja. Hundertdreißig PS ist aber wenig. Das brauche ich gar nicht schauen. Erstens gehen wir mal schauen, was man am Land kaufen müssen. Ich glaube, da gehört uns fast gar nichts. Oh, das ist 200. Ja, das müssen wir kaufen, sonst können wir nichts machen. Das ist schon klar. Ich glaube, den Kredit müssen wir wieder zurückholen. Dann würde ich erstmal so machen, dass wir mit den Wiesen anfangen. Und wir machen daraus Siloballen. Das tun wir verkaufen. Und dafür kaufen wir uns dann die Felder. Weil ich würde mir diesen Bereich gerne holen. Also das alles würde ich mir gerne mal holen. Die Felder sind nicht teuer. Kauft man noch die 13? Ich weiß jetzt nicht, was da drauf ist. Müssen wir mal schauen. Wiese 5 kostet 80.000. 41.000, das ist gar nichts. Das ist 44.000. Wiese 2 ist 64 und Wiese 3 118.000. Das wäre eine dann von den großen Wiesen. Kauf mal diese. Mal die da. Und die zwei kauft man jetzt erstmal. Oder soll man diesen Fleck auch kaufen? Ich weiß aber nicht. Das lassen wir jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal fast so. Weil Gerätschaften braucht man ja auch. Dafür habe ich mir dann sowas vorgestellt. Wenn wir uns in das
Dann kaufen wir das da. So, dann hätten wir so eins schon mal beim Händler stehen. Dann bräuchten wir eine Presse. Presse. Presse, 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 Presse. Ballentechnik. Da habe ich mir eigentlich sowas vorgestellt. Felgenfarbe lassen wir so, oder? Ja, lassen wir so kaufen. Okay. Zurück. So, dann bräuchten wir auch einen Ballenwagen. Rundball. Jetzt weiß ich nicht, soll ich Autoload kaufen? Das Problem ist, ich habe kein Autoload für Rundballen. Jetzt kommt der nächste. Ja, wenn ihr wie hört, das ist bei mir draußen hier. 500 Meter von mir hat es gekracht. Das ist das, wenn die Leute, wenn es ein bisschen schneit oder irgendwas, dann können die Leute nicht normal fahren. Und dann passieren solche. Aber ich hoffe und glaube, es ist nur ein Blechschaden. Es sind aber ziemlich viele Feuerwehr und alles da draußen. Jetzt kommt der Große. Oh ja. Mal schauen, was da los ist. Ja, Mähwerk haben wir. Brauchen wir trotzdem was zum Transportieren. Dann bräuchte ich aber wieder einen Frontlader. Ja, was machen wir? Was machen wir? Ich glaube, ich probiere mal diesen Ursus, weil ich brauche. Trotzdem brauche ich einen. Ich probiere mal das aus. Ich miete mir das erstmal, weil vielleicht kaufe ich mir diese Autoload, muss ich mir dann runterladen. Und ein Wickel, Nickel, Dickel, den nehmen wir den da. Folie nehmen wir grüne. So, kaufen. Jo. Okay. Das müsste jetzt alles sein. Scheiße, Traktor brauchen wir jetzt noch dazu, ne? Ja, Traktor, Traktor, Traktor. Was nehmen wir an Traktoren? Gleich einen großen, dass wir Ruhe haben. 204.000 haben wir noch. Also groß ist relativ. Ich glaube, dann muss ich doch meinen Schaffstand verkaufen. Ja. Einen Frontlader draufschmeißen. Früher oder später könnte man es gebrauchen, so einen kleinen Pfiffiges. 175 PS wären 128.000. 175 PS ist eigentlich.
Den nehmen wir. Kaufen. Jo. Gut. Dann wären wir soweit bereit, dass wir sagen, wir können starten. Dann fahren wir erstmal diese ein paar Sachen nach Haus. Bevor wir durchstarten mit der Arbeit. New Holland hatte ich selten eigentlich in meinen Zeiten, in LS-Zeiten, habe ich nicht so oft mit New Holland gespielt. Naja, warum nicht? Mal ausprobieren, mal was anderes. Ich hoffe, dass ich jetzt auch richtig fahre. Erstmal alles zu Hause verstauen und dann tun wir in der nächsten Sendung. Ja, da muss man rein, ne? Glaube ich mal. Ja. Dann machen wir in der nächsten Folge uns an die Arbeit. Was mit Schafstall passiert, das muss ich erstmal noch überlegen. Ob ich das wegreiße oder es lasse. Jetzt weiß ich nicht, wo ich das alles hin verstauen soll. Stellen wir es erstmal da unten. So, dann holen wir uns gleich das nächste. Da kann man auch was unten abstellen. Ja, das ist jetzt typisch ich wieder, ne? Jetzt finde ich nicht mehr den Ausgang. Da bin ich jetzt total balabala oder was ist jetzt hier los? Sag mal. Da geht's raus. Typisch Spazier. Ja, wie gesagt, es werden jetzt öfters mal Folgen von mir kommen. Singleplayer wird auf Zwei-Stern-Hof sein und was mit Multiplayer mit Steffen, da müssen wir uns noch zusammensetzen und besprechen, entweder Wochenende oder so. Mal schauen, was da rauskommt. Was für Projekt wir da nehmen werden. So, ich muss mich entschuldigen. Mein kleiner Sohn hat Nachmittagsschlaf gehabt und jetzt ist er wach geworden. Ja. Kinder. Ist auch ein bisschen krank wie Papa. War mal zusammen. Die ganze Woche im Bett gelegen.
So, jetzt fahren wir erstmal das alles nach Hause und dann schauen wir an, wo wir anfangen mit Mähen. Das werden wir dann aber in der nächsten Folge machen. Grasmähen. Ich wollte eigentlich in Oberen Glantal anfangen. Da war ich aber nicht glücklich. Erstens ist es nur für Kühe. Zweitens hatte ich irgendwie Performance-Probleme. Ich hatte starke FPS-Einbrüche in manchen Stellen. Nicht überall auf der Karte, aber manche Stellen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lass mich. Jetzt habe ich... Schaut's jetzt her. Jetzt bin ich leer gekommen. Mein Gott, ey. Typisch, ey. Schon so lange nicht gezockt. Katastrophe. Wie kann das bloß passieren? Dass man nicht merkt, dass man nichts angehängt hat. Ah ja. Egal. Fahren wir zurück. Die werden mich jetzt da auslachen, die... beim Händler, aber naja. Ja. Bin neu hier in der Gegend, hab mir den Hof angeschaut, der war... Scheibenkleister, kannst du nicht aufpassen, Mensch. du bist ein bisschen zu groß. Hier gehe ich lieber aus dem Weg. Ja, hab mir den Hof angeschaut. Das war Versteigerung. Hab mir den... 200.000 oder so... 250.000, keine Ahnung, überhaupt, was habe ich dafür gezahlt? Finanzen, neue Fahrzeuge, verkaufte Baukosten, nicht verkaufte Gebäude. Mama, was habe ich gezahlt dafür? Mensch, Mensch. 294.000 Euro, 300.000 Euro habe ich für den Hof bezahlt hier. Da es eine Versteigerung war, bin ich billig da weggekommen. Die Felder waren nicht mit dabei. Die muss ich mir extra holen. Da habe ich schon mit ein paar Leuten hier im Dorf gesprochen. Bevor ich... Ja, was ist denn da jetzt los mit mir, ey? Bevor ich überhaupt angefangen habe, hier was zu machen. Mädel. Jetzt sag komm. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Die Uhr läuft. Tika-taka. Wo bin ich denn? Ja, da habe ich schon mit ein paar Leuten hier im Dorf gesprochen. Da ist schon was zu machen. Da werden wir ein paar Missionen machen für Dorfbewohner. Dorfbewohner werden wir auch was tun. Dass Geld reinkommt, weil sonst kommen wir da nicht weit. Wir haben noch 75.000 von 1 Million, die ich zur Verfügung hatte. Ich musste ja auch noch die Restschulden, was der Hof hatte, zurückzahlen. Die habe ich alles mit übernommen. Deswegen habe ich nur 300.000, knapp 300.000 zahlen müssen, weil die Restschulden vom Vorbes... Was ist da los? Sag mal! Vom Vorbesitzer da waren. Sag mal, bin ich zu blöd jetzt, um rückwärts einzuparken? Ehrlich. Irgendwie ist mir das zu nah und der scheiß schwarze Ding da tut mir voll Blick klauen. Ja, die Schulden von 250.000 vom Vorbesitzer waren noch dabei. Und das war halt dann alles mit dabei, dass ich die übernehme. Wenn ich es kaufe, dafür habe ich nur knapp 300.000 für Hof bezahlt, plus 250 die restlichen Schulden, sind wir dann bei knapp 600.000 und ja,
es ist es dann, dass wir in schwarzen Zahlen beginnen. Aber wenigstens haben wir noch Geld gehabt für Maschinen. Und jetzt habe ich dann gesagt, schmeißen wir uns an auf die Wiesen, machen wir Siloballen, die tun wir dann verkaufen, dass Geld reinkommt, und dann werden wir uns die Schweine besorgen und schmeißen uns an die Schweinezucht. Ob Hühner würde ich auch noch gerne machen, also Hühner machen wir auch noch. Hühner und Schweine werden wir machen. Ob wir Kühe machen, glaube ich nicht. Schafe, mal sehen, du bist zu groß. Komm, mein Gott, ey. Die Bauchherrschaften, wo du den Scheiß hinfährst, haben auch nicht den ganzen Tag Zeit, dass sie auf dich warten. Gas ist rechts. Ja. Und dann mal schauen. Ah, wow. Sag mal, Selbstmord. Was blinkst na du auf der Hauptstraße? Halleluja, Maracuja. Ja, Schafe weiß ich nicht. Ich habe eigentlich nicht viel Lust auf die Schafe, aber die brauchen ja auch nicht viel. Die brauchen ja eigentlich auch nicht viel, die Schafe. Und geben Wolle, und das bringt eigentlich gut Kohle, glaube ich. Muss ich mir mal überlegen. Das lassen wir erstmal stehen. Abreißen kann man es ja immer noch. Dann würde ich da halt was anderes hinstellen. So, dann hätten wir das auch. Ja, ich würde mal sagen, das war's für heute. Oder wir fahren erstmal noch zur Wiese. Und dann verabschieden wir uns und machen dann morgen weiter in der nächsten Folge mit Grasmin. Muss ich erstmal schauen, wo ist meine Visa? Visa, Visa. Was haben wir eigentlich für Wiese gekauft? Die 3, die 2 und die 5. Okay. Die 3, die 2 und die 5. Alles klar. Alles klar. Schon wieder du. Bei, damit kann ich nicht stehen bleiben. Jetzt bist du platt wie eine Honigbiene. So, dann fangen wir hier an. Bei der Wiese. So. Wo rollst du jetzt hin? Du dummes Drumstück. Ich hoffe, Drive Control kommt bald, ey. Ja. Damit würde ich mich für heute verabschieden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Abo nicht vergessen, Glocke drücken, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es wird noch komischer wie heute, das verspreche ich euch. Bis dahin, fertig Gott und Servus, wir sehen uns.